Die Wertwanderung beim Kauf. Einführung. Der Mechanismus, der bei der Benutzung von Geld zu Armut und Reichtum führt, ist die Wertwanderung beim Kauf und Verkauf. Man kann auch Wertverschiebung oder Vermögensverschiebung dazu sagen. Sie gehört meiner Meinung nach zum Grundwissen über Geld. Sie ist wesentlich für alles, was mit Geld zu tun hat, und trotzdem wird sie permanent unterschlagen. Vielleicht, weil sie so banal erscheint. Dabei ist sie der eigentliche Grund, warum überhaupt Handel betrieben wird. Und sie ist der Grund, warum kein Geldsystem zu einer dauerhaften Änderung der Verhältnisse, sondern immer nur wieder zum Status quo zurückführt. Was ist der Status quo der Verhältnisse? Dazu nur grob und zur Erinnerung. Sie sind im Beitrag 5000 Jahre bereits ausreichend beschrieben worden. Die Verhältnisse sind die, dass sehr wenige Menschen sehr viel Vermögen eignen und damit Macht über andere ausüben können, während viele aufgrund ihrer mangelnden finanziellen Möglichkeiten sich dieser Macht beugen müssen. Das ist in allen Bereichen zu beobachten. So lassen Vermögende die weniger Vermögenden in Lohnarbeitsverhältnissen für sich arbeiten. In der Politik, welche die Rahmenbedingungen schafft, in denen die Menschen leben, werden die Belange reicherer Menschen eher berücksichtigt als die Belange ärmerer Menschen. Ärmere Menschen können sich zum Beispiel ihre Rechte nicht kostspielig einklagen, wie es europaweit immer notwendiger wird. Auch Rechtsschutzversicherungen kosten Geld, das mehr und mehr Menschen nicht haben. Sie können auch keine Lobbyisten bezahlen, die ihre Interessen im Parlament vertreten. Sie haben zum Beispiel nicht genügend finanzielle Mittel, um sich Lebensmittel in ausreichend guter Qualität kaufen zu können. Damit bekommt Ihr Körper nicht immer die Nährstoffe, die er braucht, sich gesund zu erhalten. Im Gegenteil, die Lebensmittel, welche in Supermärkten angeboten werden, sind oft alles andere als gesundheitsfördernd. Davon profitiert allerdings die Gesundheitsindustrie, sowie die Pharma- und die chemische Industrie, was dort zwar Arbeitsplätze schafft, aber auch das monetäre Vermögen der Eigentümer fördert. Wieder andere Menschen haben kaum das Geld, um sich überhaupt oder wenigstens halbwegs ausreichend Nahrungsmittel zu kaufen, weil Nahrungsmittel und Medikamente nun mal Waren sind. Aufgrund der monetären Verhältnisse in der Gesellschaft sind die Menschen je nach monetärem Vermögen dem Machtsystem ausgeliefert. Und weder Bildung noch Ausbildung, welche ebenfalls vom monetären Vermögen abhängen, noch Umverteilungen werden und sollen daran etwas ändern, dass sich Geld durch nachfolgend beschriebene Abläufe in die Hände weniger schafft. Der Grund für diese ungleiche Verteilung ist weder ein Zins noch eine Bank oder ein anderes Unternehmen. Geld war schon so ungleich verteilt, bevor es diese überhaupt gab. Tatsächlich schuld daran ist die Wertwanderung oder Vermögensverschiebung, die bei jedem Kauf bzw. Verkauf stattfindet. Sie ist der Grund, warum sich in jedem Geldsystem das Geld in den Händen von wenigen Menschen sammelt, also akkumuliert. Das geschieht auch bei Kryptowährungen. Und daher sind sie keine Lösung, sondern nur ein neuer Zug auf alten Schienen. Wertverlust der Ware. Stets gelehrt wird die Behauptung, wenn jemand einen Kauf tätigt, so gibt er Geld
und erhält dafür, im Idealfall, einen gerechten Gegenwert in Form von Ware, wie sich diese auch immer gestalten mag. Denn der Käufer hat für den vereinbarten und gegebenen Tauschwert ja auch einen Nutzen. Bereits diese Behauptung ist haltlos. Genau hier wird versucht, den Nutzwert als Gegenwert für den Tauschwert einer Ware darzustellen. Genau hier werden Nutzen und Tauschwert vermischt und eine Verwirrung herbeigeführt. Wie bereits behandelt, müssen Nutzen und Tauschwert getrennt werden. Wenn ein Kunde kauft, kann als Gegenwert nur der Tauschwert gesehen werden, welchen die Ware unmittelbar nach dem Kauf noch haben müsste. Dieser kann nach der Gleichgewichtspreistheorie eigentlich nur durch den sofortigen Versuch eines Wiederverkaufs festgestellt werden. Wird der Einkaufspreis erzielt, hatte die Ware sehr wahrscheinlich noch den Wert, der dem Preis entsprach. Unterscheidet sich der Verkaufspreis vom Einkaufspreis, liegt nahe, dass der Wert ein anderer war. Gelingt der Wiederverkauf nicht, so hat speziell dieses Stück Ware keinen Wert, weil kein Preis mehr erzielt werden konnte. Niemand ist mehr bereit, dafür eine Gegenleistung zu erbringen bzw. Geld zu zahlen. Ist der Preis null, ist die Ware wertlos. Sie hat aber nur ihren Tauschwert verloren, nicht ihren Nutzen. Und es ist dann völlig irrelevant, welcher Aufwand betrieben, welche Arbeitskraft für die Produktion eingekauft und aufgewendet wurde. Ware hat demnach nur dann und in dem Moment einen Wert, in dem sie zu einem Preis verkauft wird, sonst nicht. Und zwar einzig und allein den Warenwert, den Tauschwert zum Moment des Kaufs. Denn weder kann gesagt werden, ob die Ware wieder einen Käufer findet und damit einen neuen Wert erhält, noch ob daraus Gewinn oder Verlust entsteht. Der Wiederverkauf ist ein neuer Vorgang, der für sich betrachtet werden muss. Zwischen dem Ankauf einer Ware und dem erneuten Verkauf desselben Warenstücks steht die Entscheidung des Käufers, dem gekauften Gut erneut die Eigenschaft der Ware zuzuweisen. Er kann sie ja auch für sich selbst behalten. Jedes nachfolgende Geschäft, welches mit der gekauften Ware getan wird, ist also ein völlig neuer Vorgang. Der Nutzen. Unabhängig davon, ob der Preis, der Wert, null ist, kann ein Gut, ein Gegenstand, eine Leistung immer noch einen Nutzen haben. In der Warenwirtschaft zählt der Nutzen aber nur, insofern er einen Warenwert, einen Tauschwert erzeugt. In der Regel zählt nur der Tauschwert allein. Aus diesem Grund ist der Nutzen in einer auf Waren basierten Güterverteilung irrelevant. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.